Hey, nach dem aufregenden Wahltag befinden wir uns nun genau einen Monat später im Landtagsgebäude. Hier kommen heute alle neu gewählten Abgeordneten zu ihrer ersten gemeinsamen Sitzung, der konstituierenden Sitzung, zusammen. Hinter mir, das ist der Plenarsaal, der Ort, an dem sich das Parlament versammelt. Psst, hier müssen wir jetzt leise sein, denn im Plenarsaal wird eine neue Landtagspräsidentin oder ein neuer Landtagspräsident gewählt. Landtagspräsidenten sind in den Bundesländern die Vorsitzenden des Parlaments und vertreten dieses nach außen. So, die Abgeordneten haben ihren neuen Präsidenten gewählt. Übrigens, wenn ihr lest oder hört, dass eine Landtagssitzung stattfindet, dann kommt doch einfach mal vorbei. Die Sitzungen sind nämlich öffentlich. In einer der ersten Sitzungen wird auch ein neuer Ministerpräsident oder eine neue Ministerpräsidentin gewählt. Der Ministerpräsident ist der Chef der Regierung und ernennt die Ministerinnen und Minister. Diese leiten dann einen wichtigen Arbeitsbereich, wie zum Beispiel Wirtschaft, Bildung oder Arbeit.